Hi Leute, es geht weiter mit dem Sierra, mit den ganzen Blecharbeiten, was da noch zu tun ist. Es ist ja doch etwas mehr geworden. Ich habe jetzt ganz schön viel gefunden, was jetzt stark rostig war und was raus musste. Ich habe bald einen Quadratmeter verschweißt, aber schaut es euch am besten selber an. So, bevor wir den Radlauf jetzt anbauen können, ist hier noch was anderes. Einmal hier so ein Loch im Mittelsteg. Und ja, wie man sieht, am Schweller unten ja auch. Von innen sieht man hier auch ein kleines Loch. Und da vorne am Schweller auch. Also es muss beidseitig gemacht werden. Ja, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. So sieht es jetzt dahinter aus. Da hat wohl eine Maus gewohnt. Der hat sich hier schön die Nüsse zusammengesammelt. Also hier laufen jetzt mehrere Bleche zusammen, die natürlich auch unten abgerostet sind. Da werde ich das alles abschneiden und dann mit einem Winkelblech arbeiten, was ich dann nachher von unten punktverschweißen werde. Also hier das Stückchen muss ich dann auch noch raustrennen. Ich habe gedacht, das reicht von der Länge, aber das muss auch raus. Und dann schneide ich unten den Rost ab und mache mir ein Winkelblech, was ich punktverschweiße. Und hier wird halt sauber nochmal eins eingesetzt. Naja, und dann kommt die Innenseite, ne? Und hier habe ich diese Delle auch dran gelassen von dem Schweller. Die werde ich in den neuen Schweller dann einarbeiten, weil die ja an den Reparaturblechen nicht mit dran ist. Die Reparaturbleche gibt es nicht mit diesem Beulenteil. Also das muss dann da rein. Und dann der Schweller und dieses Winkelblech. Und dann können wir die Innenseite machen. Na, mal sehen. Ja, das ist nur das Schwellerblech, wie es nachher außen dran sitzen soll. Das mache ich mir ab und an mal so ran, um zu schauen, wie es nachher aussieht und mir ein bisschen mehr Motivation zuzuwedeln, weil es ja drinnen doch noch viel zu tun gibt. Aber die Innenseite mit dem Innenblech sieht jetzt schon ganz gut aus. Hier ist halt noch etwas Arbeit drinne. Und der Innenradlauf muss noch gekürzt werden und dann glaube ich, ja, wird das nachher alles auch schon werden. Das passt alles auch schon recht gut. Diese Beule ist da drin mit der Niete, die hält nachher das Plaster außen, also diese Bumperverkleidung. Und den Schweller gibt es nicht mehr in der Art. Und ja, die muss hier so eingefügt werden. Gut, kann man machen, wird alles gefalzt. Und dann wird das nachher auch passen und schick aussehen am Ende, ne? Um den Kleber hier aus dem Radhaus zu entfernen, habe ich mir einen Lötkolben gebaut mit einer Klinge. Und zwar habe ich mir dann 2 mm Blech genommen und eine Schraube, eine 8er Schraube und habe die verschweißt und vorne scharf angeschliffen. Und damit kann man sehr gut
diesen Kleber entfernen. Was sonst relativ schwer geht, geht damit ganz leicht. So, das ist jetzt das hintere innere Blech mit dem hinteren Blech, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich hier dieses Ende eingesetzt. Und hier wollte ich punktschweißen, aber da ist das Blech auch zu dünn. Ich muss dann diese innere Ecke hier auch noch mal rausnehmen, das hier, und ansetzen. Hier oben an dem Stück wird ja auch noch ordentlich was abgeschnitten. Da kommt ja nachher der neue Innenradlauf angesetzt, aber ich wollte das trotzdem erstmal vernünftig verbinden, damit ich sehe, wie die Position nachher ist. Ja, jetzt grundiert und soweit fertig. Kann ich mich denn der anderen Geschichte widmen hier mit dem Loch da unten im Unterboden und dem Rest vom Schweller unten. Mit meinem Lötkolben ging diese Innenmumpe ganz gut ab. Ich muss hier oben natürlich noch weitermachen, aber da hatte ich jetzt keinen Bock mehr. Ich werde wahrscheinlich erstmal das Blech tauschen und dann mal weiterschauen. So, ich habe jetzt mal den Außenradlauf rangebaut, um den Innenradlauf anzuzeichnen. Ich habe das jetzt auf die herkömmliche Weise gemacht. Und zwar habe ich hier innen die Sachen verschraubt mit Blechschrauben und von außen schneide ich jetzt bis aufs gute Blech zurück und da wird dann der Innenradlauf verschweißt und dann kann es weitergehen. So, der Innenradlauf ist verschweißt. Ich habe ihn jetzt von innen verschweißt, weil von innen ja auch immer die Modder gegenfliegt und deswegen habe ich ihn jetzt von innen verschweißt. Das Inspektionsloch ist auch wieder drin. Ja, alles dran. Jetzt kann es grundiert werden. So, nachdem ich jetzt unten das Bodenblech ausgebeult habe, sieht das Ganze so aus. Und zwar ist hier der Unterboden durchgerostet. Und hier am Schweller ja ganz besonders, wie man sieht. Auch das Innenblech, was runterkommt. Und hier vorne die Sitzaufnahme ist auch abgerostet. Nun will ich mal sehen, ob ich so ein Unterbodenblech besorgt bekomme. Wenn nicht, muss ich das hier komplett einmal nachbauen bis zu dem Punkt. Und das Innenblech, was runterstößt, auch noch wechseln. Da würde ich aber auch nur einen Teil rausschneiden, weil das Restliche ist in Ordnung. Und ja, das würde ich dann von innen sauber durchschieben und von innen verschweißen. Aber das Bodenblech macht mir so ein bisschen Sorgen, weil das ja mehrfach gewölbt ist. Mal sehen, ob ich das so bauen kann. Mal gucken. Naja, falls noch jemand eins liegen hat, dann wird es wahrscheinlich schon zu spät sein. So, hier mal so zum besseren Verständnis. Die Sitzhalterung ist abgerostet. Hier innen unter dem Silikon war auch Rost, aber das ist noch nicht durch. Aber hier hinten, wo der Sitz oder die hintere Sitzschale ist. Ne, die vordere Sitzschale, Entschuldigung. Da ist das Blech halt komplett zerstört. Ich werde jetzt hier noch abbohren. Hier diese Schweißfahne einmal abbohren. Und werde das Blech dann großflächig bis aufs gute Blech rausschneiden. Und da es sowas nicht mehr gibt, werde ich das dann nachbauen. Und hier innen an dem Innenblech auch ein Stück raustrennen, was jetzt faulig ist. Und von oben eins nach unten durchschieben und hier oben verschweißen. Ja, und dann sollte das eigentlich alles wieder schön sein, aber viel Entrostungsarbeit und ja, viel Phosphorsäure werde ich brauchen. Okay, bis später. So, Plasmaschneider ist wieder aus. Wie man sieht, bin ich hier einmal so richtig schön durchgefahren. Die Schweißfahne von der Rückwand konnte man nicht mehr so erhalten, weil die habe ich erst versucht abzubohren, sieht man ja hier auch, aber ja, die ist auch ab. Da muss ich mir was einfallen lassen. Auf jeden Fall kann ich jetzt dieses Blech rausnehmen. Hier an der Innenwand habe ich auch einmal lang geschnitten. Ja, das nehme ich jetzt raus und dann werde ich das wohl nachbauen alles. Wegen der durchgerosteten Fahrgestellnummer habe ich jetzt mit dem TÜV gesprochen
Und mal sehen, was er dazu sagt. So, nach dem Rausschneiden sieht das denn so aus. Und hier vorne die durchgerostete Fahrgestellnummer. Aber da werde ich mit dem Mann vom GTÜ sprechen und der hat oft sehr gute Ideen und das kriegen wir auch wieder hin. Ja, erstmal Blech bauen, die Schweißfahne da unten auch wieder anschweißen und dann weitersehen. Das ist jetzt mein Blech, was ich nachbauen muss. Ich glaube, es ist doch nicht ganz so schwierig, wie ich mir das gedacht habe. Im eingebauten Zustand sah es doch etwas komplizierter aus. Ja, das werde ich jetzt mal nachbauen. Schwupp, das Blech ist fertig. Ja, war jetzt doch nicht so schwer. Sind jetzt ein paar Sicken drin und das Loch, was da vorher auch drin war. Und an der Kante, wo die Schweißfahne ist, da börtel ich das dann nachher ein bisschen hoch und schweiße es dann an. Und mal sehen, wie es passt. Also nicht, dass ich mir so vorschnell Sorgen mache, aber das beunruhigt mich denn doch etwas, dass hier die Fahrgestellnummer durchgerostet ist. Ich habe noch Hoffnung, aber ich will das lieber erstmal abklären, weil so eine Aktion habe ich auch noch nicht gehabt. Dieses Blech da nachzubauen ist nicht so schwierig, aber auch die Nummer einzuschlagen wäre nicht das Problem. Aber ich möchte auch gerne, dass es hinterher safe ist und ja. So, ich habe jetzt mit dem Mann vom GTÜ gesprochen. Er sagte, ich soll das alte Blech mit der Fahrgestellnummer raustrennen. Wenn ich das dann rausgetrennt habe, soll ich das neue Blech anfertigen, die neue oder die gleiche Fahrgestellnummer einschlagen, zur Zulassungsstelle fahren. Die Zulassungsstelle würde mir dann eine Nachschlagegenehmigung erteilen. Damit muss ich dann wieder zu ihm. Er würde das dann absegnen, dass ich da ein neues Blech mit einer Fahrgestellnummer eingeschlagen habe und dann wieder zur Zulassungsstelle, um das Ganze in die Fahrzeugpapiere einzutragen. Ist es nicht schön? Mir ist heute mal aufgefallen, dass ich das doch alles immer sehr detailliert gestalte und dass ich wahrscheinlich später, wenn das Auto fertig ist, 1000 Zerra-Videos gemacht habe. Wenn euch das so nicht gefällt und ich vielleicht etwas mehr überspringen sollte, dann könnt ihr das ja mal in den Kommentaren äußern. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert vielleicht. Und bis zum nächsten Mal.